SWR 3, Kai der Kobold. Immer die gleiche Geschichte. Aber nie derselbe Schluss. Eine junge Frau hat sich zu einem Date verabredet. Meine Freunde versuchen uns zu verkuppeln. Sie steht pünktlich am Treffpunkt. Da erscheint ein kurzes Mannequin mit dicker Brille und mit ohne Haare. Bekannt auch als Kai der Kobold. Hallo, ich erfülle dir drei Wünsche. Okay, dann wünsche ich mir, dass der Mann, den ich jetzt treffe, genauso ist, wie meine Freunde ihn beschrieben haben. Es macht Piff! Paff! Puff! Und vor ihr steht ein netter, humorvoller und obendrein noch sehr gut aussehender junger Mann. Hey, nicht schlecht. Jetzt wünsche ich mir, dass wir total romantisch essen gehen. Erneut Piff! Paff! Puff! Und die beiden haben einen schönen Abend. Nun fragt der Kobold: Was ist dein dritter Wunsch? Ich wünsche mir, dass wir später noch gemeinsam nach Hause gehen und dort knutschen. Aber nur knutschen. Kai, der Kobold läuft rot an und muss dann gestehen: Das ist aber kompliziert und knifflig. Hast du vielleicht noch einen anderen Wunsch? Darauf meint die Frau: Na gut, dann wünsche ich mir, dass der Ober jetzt endlich sieht, dass wir zahlen möchten. Da muss Kai, der Kobold, lachen. Und meint dann: Nochmal wegen der Knutscherei. Wollt ihr lieber bei ihm oder bei dir?